Hallo, hallo? Ja, ich war gerade duschen, habe meine Katzis ausgeschlossen. Und wenn ich das tue, dann heulen die ganz viel und dann sind die mega anhänglich die nächsten 2 Stunden. Deswegen sitzt sie jetzt hier und guckt einfach zu. Okay? Ja, das ist ein Mikrofon. Ja, okay. iCrimex hat einen 5M-Server gelauncht, zusammen mit Standardskill namens Paul Berger RP. Ja, und wir gehen jetzt einfach mal drauf und gucken, wie das Ganze so läuft. Kann ich einfach so connecten oder muss ich irgendwie Steam starten, Discord starten? Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe nur die Instagram-Story von Crimex gesehen. Ja. Man braucht Steam. Ja, ich habe nur die Instagram-Story von Crimex gesehen und dachte mir, yo, komm, Junge, das musst du ausprobieren. Steam ist gestartet, Discord ist gestartet. Ich muss noch auf den Discord-Server und bestimmt eine Whitelist anklicken. Dachte ich mir schon. Server rot ist aktuell zu. Kannst aber auf gelb, blau oder rot. Dann gehen wir einfach auf Server gelb. Ich muss auf den Discord joinen, stimmt ja. Ich öffne die Augen und beginne den Tag. Natürlich mit einer Runde Battle Royale. Wer war das und was ist das? Ich muss aufpassen, was ich sage, Bro, weil das könnte ja nach hinten losgehen. Das Projekt ist ja von großen YouTubern. Da könnte ich krass einen auf die Fresse kriegen. Und das, ja, das wollen wir natürlich nicht, ne? Also, das ist einer der besten Server, die existieren. Größe 17. Hallo! Hier wird nicht geklettert. So, stätigen. Kann ich mich hinlegen? Oh Gott. Ich würde halt eigentlich nur gerne meine Kleidung ändern, ne? Ich habe jetzt einfach mal bestätigen Ob du das geklickt. nicht hinbekommen hast. Hallo! Wer redet da? Wer redet da? Hallo? Who is talking to me? So, du Paul Berger, wenn du einreisen möchtest, musst du uns ein paar Fragen beantworten, damit wir sehen, ob du überhaupt Roleplay kannst und die Regeln gelesen hast. Let's go! Ich würde gerne von dir wissen, was RDM bedeutet. Ja. Auch wenn es einfach ist, will ich von dir wissen, was VDM ist. Die Frage, die kenne ich doch. Meine Lieblingsfrage. Fail-RP. Kannst du mir sagen, was Fail-RP ist? Ich schwöre, ich glaube, diese Einreise könnte auch ein Fünfjähriger bestehen. Aber es ist cool gemacht. Das ist mal was Innovatives. Es ist mal etwas bisschen anderes. Wenn du das Regelwerk auf regeln.paulberger.gg gelesen hast, kannst du mir sicherlich das versteckte Wort sagen, oder? Ananas. Ich hab's gefunden. Sehr gut, du Paul Berger. Du hast den Test bestanden. Viel Spaß auf unserem Server. Ja, let's go, let's go. Viel Wir halten Spaß auf uns. Paul Berger RP. Bitte beachte unser Regelwerk und behandle andere so, wie du auch behandelt werden möchtest. Wir halten uns auf diesem Server an alle Regeln. Safe Call. Ich werde mich an die Regeln halten. Ich rede aber noch gar nicht. Nicht, dass hier einige anfangen. Ich hab keine Autos, geil. Spawnt man halt for real hier oben? Und ich kann. Oh, ich muss in die Stadt laufen, Digga. Ein Moped. Ein Moped. Oh nein. Oh nein, er wird mich treten. Ach, Digga. Bro, steig ab. Aussteigen. Okay, alles klar. Ich erwarte nur Gutes. Anfängerschutz, da du unter 4 Stunden Spielzeit hast. Warte, heißt das, ich kann auch nicht schlagen? Ich kann auch nicht schlagen. Oh mein Gott, du brauchst 4 Stunden Spielzeit, um Leute verprügeln zu können. Ich weiß nicht wieso, aber dieser Anfang des Servers, das Motorrad, das Anfangsmotorrad und diese Anzeige rechts neben dem Fahrzeug, ne? Das erinnert mich so hardcore an GLRP. War das GLRP? Ich glaube ja. Ich habe so das Gefühl, GLRP hat einen neuen Server aufgemacht mit der Unterstützung von 2 Riesen-YouTubern, um den Server zu pushen, weil GLRP ja schon teilweise den hier gemacht hat. Ja, ich würde vermuten, GLRP hat einen neuen Server gemacht mit dem Push von YouTubern. Würde ich so, ne? I don't know. Dann ist es halt so. Muss ja jeder sein Geld verdienen, nicht? Okay, was machen wir als erstes? Ich glaube, ich muss mich umziehen. Ich muss mir erstmal gewisse Kleidung anziehen. Habe ich überhaupt Geld? Banksaldo. 25.000, okay. Zuerst zur Bank, Geld abheben, dann Kleidung kaufen. Genau. Ich fühle mich schon wie ein RP-Rentner, wie ein RP-Opa. Fühlt sich wundervoll an. Oh, fuck. Oh, nein. Ich dachte schon, ich bin der Einzige. Ich dachte, ich bin der Einzige, der in dieser Kurve stirbt. Aber ich war nicht der Einzige. Ich habe das Gefühl, hier werden massenhaft Spieler sterben. Verdammte Scheiße. Ich habe direkt 10 Minuten in den Sand gesetzt. Oh nee. Und es wird auch ganz bestimmt kein Medic kommen. Direkt 10 Minuten für den Arsch, Junge. Der Nächste. Ey, ihr müsst die Kurve fixen. Bruder, nimm mich mit. Ey, nimm mich mit. Er macht aber Fail-RP. Er macht Fail-RP. Das darf man nicht. Man darf niemanden tragen und fahren. Was macht er? Wo fährt er hin? Was macht er? Wo fährt er hin?
Das ist ein Chaos. Das ist ein absolutes Chaos. Das ist ein... Oh mein Gott. Bitte, lass mich nicht liegen. Bitte nicht. Oh nein, er lässt mich liegen. Oh nein. Ja, was passiert jetzt mit mir? Man will mir sagen, ich bin der Grund, dass 5M... nicht gut ist. Ich bin nicht der Grund dafür. Es ist die Community an sich. Ich sag's immer wieder. 7 Minuten TikTok gucken. Sehr schön. 20 Minuten später. Was? Ach so. Junge, ich dachte schon, hä? Als ob ich jetzt 20 Minuten da liegen bleibe. Junge, Junge, Junge. Ja, schön. Damit haben wir den ersten Tod sogar schon geschafft. Wunderbar. Talershop? Nein. Nein, nein. Mach das nicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mal angenommen, ich will Taler kaufen. Wie geht das? Ah, hier. Es gibt einen Shop. Ah ja. Taler Gelb. 12 Cent kostet ein Taler. Ja. Also ein Taler kostet 12 Cent. Euer Ausweis, Kennzeichen, Markthandy, Farming Boost, SIM-Karte, Willkommensanhänger, I don't know. Fahrzeugmotor oder eine Glückskiste. Ein Taler? Ja, ist das denn jetzt ein Taler oder nicht? Da steht halt nur Taler. Ah. Ah, das sieht schon besser aus. Junge, ich dachte schon, 15 Euro für eine Kiste. Holy shit. Okay, okay, okay. Also ungefähr kostet eine Kiste so ganz grob 5 Euro? Das sind CSGO-Preise. Ich glaube, das sind CSGO-Case-Opening-Preise. Ja, kann man machen. Fahrzeugmotor kostet, was bringt das? Dient zur Herstellung höchst exklusiver Fahrzeuge und ist extrem wertvoll. Also ist das so was wie ein Importauto oder wie? Oder ein Motor? Ah, nee. Das ist ein Teil von mehreren Teilen, die du brauchst, um ein Auto zu bauen. 800 Taler. Das würde kosten. Digga, ich müsste mir die beiden Pakete kaufen. Das sind 45 Euro. 35 Euro. Ja, 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 es gibt Schlimmeres. Also, das ist okay. Es gibt wesentlich Schlimmeres. Machen wir mal weiter mit unserer schönen, wundervollen, tollen Entdeckungstour eines 5M-Servers, der von riesigen YouTubern gepusht wird. Ich glaube das noch nicht so ganz, aber mal gucken. Ich habe halt auch irgendwie die Befürchtung. Imagine, ich sag jetzt, imagine, ich rante jetzt richtig, richtig böse über den Server ab. Und dann wird mein Video weggestrikt, weil die sich so denken, nö, glaube ich nicht, um Gottes Willen. Das sind wahrscheinlich beides mega korrekte Leute privat, aber imagine, 5M ist giftig und toxic. Naja, das könnte schon nach hinten losgehen. Deswegen reden wir nur positiv über diesen Server. Spaß. Ich sage euch ehrlich, wie meine Meinung ist, ob es gut oder schlecht ist. Aber ihr wisst ja, 90% auf 5M, 99% auf 5M ist halt sehr, sehr schlimm. Kann ich mir hier irgendwie ein Handy holen, maybe? Junge, warum ist eigentlich alles in dieser Fortnite-Schriftart gemacht? Das ist doch alles Fortnite. Ist das hier Fortnite oder GTA? Ja, ich habe nicht genügend Geld. Danke für die Info. Hier ist doch kein Bankautomat. Das sind bestimmt jetzt nochmal 15 Minuten, die absolut für den Arsch sind, weil ich da hinlaufen muss, weil ich gestorben bin. Ja. Ah! Auto! Stopp, 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 stopp! Er dreht um! Hey, 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 Kollege, Kollege, Kollege! Nimmst du mich mit? Ja, schnell rein! Ehrenmann! Wie heißt du? Soll ich dir meinen Ausweis geben? Ja, gerne doch! Wie geht das? Keine Ahnung! Ja, ich weiß es auch nicht, egal. Ich bin der Francisco, hallo, wer bist du? Ich bin der Luca. Luca weiter? Luca Winkler. Luca Winkler? Mhm. Was ein Zufall. Fahr mich mal zur Bank, ich muss ein bisschen Geld abheben und dann ja, in einem Kleidungsgeschäft, ja? Ich heiße Luca Meier, Entschuldigung, ich hab meinen Namen falsch gelesen. Ja. Na, alles gut bei dir? Ja, ja, alles super. Ich bin eigentlich nur auf Sightseeing-Tour. Ich habe halt gehört, hier ist die Prominenz unterwegs und Ah, ja, ja, habe ich auch gehört. Ich hab den heute auch schon gesehen. Den müssen wir mal aufsuchen. Ja, ich glaube, der ist aber auch gar nicht mehr hier auf dem Start. Das ist doof. Das ist schlecht. Und hast du schon geplant, wie du mit 500 Euro dann deine Kisten kaufst? Gar nicht. Gar nicht? Was würdest du stattdessen machen mit dem Geld? Ich würde es schlau investieren, weil wir in was Vernünftiges. Ja, in was zum Beispiel? Ja, in Auto oder sowas. Ein Auto? Ja. Ich bringe mich eben zur Bank, dann würde ich dich gleich auch wieder mitnehmen. Ja, ja, ich laufe einfach zum nächsten Geschäft, ne? Die ganzen Autos, die sind hier immer abgeschlossen. Alle? Ja. Egal was, auch das Motorrad jetzt hier oder was? Nein, 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 das ist meins, bitte! Nein! Oh, da saß doch drauf, warum ist der runtergefallen? Ich glaube wirklich, das ist ein Abklatsch-Server von GLRP, weil GLRP immer weiter Bach runter ging und die deswegen jetzt hier sowas machen müssen. Oh, 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 oh. Okay, zuerst zur Bank. Jungs, ich brauche Geld. Ganz, ganz dringend. Aber ich möchte nicht bei dem Hauptbank-Ding halten, weil da klauen mir alle Leute mein Motorrad. Mein Motorrad, ja. Warum wollen auch alle versuchen, mich zu überfahren? Guckt ihr das mal an. Absolute Freaks, ey. Sonst geht's euch nicht gut, ne? Die Bankautomaten sind gar nicht... Oh, doch. Oh, Gott sei Dank. Ich wollte schon... Oh, das ist so basic. Das ist so ein basic 5M-Error. Du hast 5000 Dollar Kontostand, willst 5000 abheben? Falsche Summe. Oh nein, Digga. Das siehst du überall, diesen Fehler, Junge.
Warum denn? Wieso? Nee, lass es. Lass es, bitte. Ich bin hier mein Leben am Aufbauen. Hallo? Du kannst wenigstens reden, wenn du das tust. Rede wenigstens mit mir. Ja, ne? Dann ganz schnell umziehen, damit wir das typische Winkler-Outfit anhaben. Und dann geht's weiter. Ganz unauffällig, ja? Ganz unauffällig. Der wird mir jetzt mein Motorrad klauen. Never mind. Sehr schön. So, Servus, hallo. Man sieht übrigens durch deinen Körper durch. Hallo. Durch meinen? Ja, ja. Hallo? Ja, geh mal schnell ein T-Shirt kaufen. Und ich geh zum Friseur. Absolute Bots. Der Server fühlt sich an und spielt sich halt for real wie GLRP. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. I don't know. Bis jetzt hat's mich noch nicht so wirklich abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da wären wir. Unterwegs auf Paulberger RP. Wuhu. Ich will iQuimax treffen. iQuimax. Mal, servus. Frage: Ist die Polizei hier irgendwo? Ist hier kein Polizist da? Nein. 344. Das spricht doch für sich. Das spricht doch für sich. Jetzt laufen sie mir alle. Alle wollen mir hinterher, Bro. Nein, nein, nein. Ich bin schneller. Ja, ein PD ohne PDler. Das ist natürlich sehr toll. Hä? Das ist ein Bot-Server. Hier ist nichts los. Hier ist nichts. Das Krankenhaus, da bin ich ja vorhin gespawnt, war leer. Das PD ist leer. Die einzigen Leute, die hier auf dem Server sind, fahren mit den Standard-Bikes und Standard-Autos rum und sind beim Bekleidungsgeschäft. So wie ich gerade. Durchgespielt. Mehr ist hier nicht. iQuimax House. iQuimax House. 4 Kilometer. Na, da fahren wir aber direkt mal hin. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück und irgendjemand bricht einfach genau jetzt in meine Wohnung ein, raubt mich aus und gibt mir einen Kopfschuss. Vielleicht. Vielleicht jetzt. Ne? Schade. Und wehe, iCrimex steht nicht an seinem Haus. Wehe, wehe. Das ist der einzige Grund, warum ich hier auf den Server gejoint bin. Weil gesagt wurde... Warum will mich eigentlich jeder umfahren, hä? Also ich wollte sagen, das ist der einzige Grund, warum ich gejoint bin. Weil ich gehört habe, man kann zusammenspielen mit iCrimex. iCrimex. Ich habe so das Gefühl, sein Haus wird leer sein. Oder er ist auf einem der anderen Server. Hey, du Paulberger, willkommen bei mir zu Hause. Schau dich ruhig um, aber mach hier ja keine Unordnung, Junge. Ja, ja, Junge. Oh, oh. Oh, oh nein. Ich glaube, ich muss gar keine Unordnung machen. Das machen die anderen Leute schon. Bruder, ich muss nichts machen. Guckt euch dieses Schlachtfeld an. Oh Mann, oh Mann. Hey, yo, hey. Hallo. Cisco? Ja, wo ist iQuimax? Oh mein Gott. Wo ist der? Ich bin hier, weil er hier sein sollte. Ja, super. Danke für die Antwort, ne? Da ist einer gerade runtergefallen. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Wo kommt der her? Ja, aber hier ist tatsächlich keiner. Ich meine, wenn hier wenigstens jemand spielen würde, den man fragen kann... Bitte überfahr mich nicht. Wenn man wenigstens... Wenn hier jemand wäre, den man fragen kann, so der hier vielleicht spielt, so polizeimäßig, dass die vielleicht eine Ahnung haben, aber was tue ich denn jetzt? Also, hier rennen ja auch nur Affen rum, ne? Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ist halt schon... Weiß ich nicht. Nicht so toll, ne? Es ist halt... Einfach nicht so toll. Also, vielleicht sollte ich an dieser Stelle erstmal sagen. Dieser Mist, guck mal, ich glaube wirklich, es ist so abgelaufen. Dieser Mist ist nicht auf, also läuft nicht auf Standard-Skill oder iCrimex. Ich mag beide, mega, wirklich. Jungs, wenn ihr dieses Video seht, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das irgendwann sehen werdet, weil ich weiß ja nicht, was in der nächsten Stunde noch passieren wird auf diesem wundertollen Server. Ich glaube, der ist nicht auf eurem Kram gewachsen, sondern die Gruppe von GLRP ist auf euch zugegangen, weil ihr hat, oder Standard Skill hatte ja in der Vergangenheit auch schon gewisse Kooperationen mit GLRP am Laufen und haben gesagt, so Jungs, hier, wir machen einen neuen Server, neuer Name, habt ihr Bock dafür Werbung zu machen? Das Ganze funktioniert auch mit Bezahlen, mit Lootboxen, mit Itemshop, was ich gar nicht verteufel, GrandRP macht das ja auch. Aber ihr seht ja das Video, ne, I don't know, ist nicht auf eurem Mist gewachsen, aber das ist halt echt ein Griff ins Klo. Ehrlich, ich glaube, mit Paulberger LP war das für euch beide ein Griff in die Toilette. Aber ganz tief bis runter zur Rückstauklappe. Nicht mal Medics gibt es, hä? Gibt's hier überhaupt irgendwas? Ich bin mit nichts überfordert, mit keinem Content. Ich fahre hier einfach nur doof durch die Stadt und hoffe, dass wir irgendwelche interessanten Konversationen führen werden. Aber irgendwie, ich weiß ja nicht. Da hätte man halt auch genauso gut einen eigenen Server mit GrandRP machen können, so wie es Trimax und Mickey gemacht haben. Und dann hätte man halt aber auch sicherstellen können, dass 2000 Leute gleichzeitig auf einem Server, auf einem performanten Server spielen. Ja, das halt alles läuft, ne? Und man auch die ganzen Funktionen hat und so ein Kram. Nochmal, um klarzustellen, ne? Ich rante nicht iCrimax, ich rante nicht Standard-Skill. Ich rante nur diesen Server, okay? Und das Server-Team, was dahinter steht, weil es wahrscheinlich Leute von GLRP sind. Aber das ist nur meine eigene Vermutung, weil
viele Assets von dem Server wirken, als wären sie von GLRP 1:1 übernommen worden. Also, schönen guten Tag erstmal. Okay, vielleicht kannst du mir die Fragen dann beantworten. Warum habe ich noch keine Polizisten gesehen und es arbeitet auch keiner im PD? Ja. Ja, besser? Ja. Ah, wunderbar. Wie schaut's aus mit PD? Ein Polizist wird jetzt erst eingestellt. Das ist alles ziemlich neu hier, weißt du? MD genauso? MD genauso. Okay, verstehe. Also an sich gibt's hier noch nichts. Das wird das jetzt Struktur, das dauert jetzt ein paar Wochen, schätze ich mal. Paar Wochen, uff. Ja, weiß ja nicht, bis die gefunden wurde und bis das dann richtig alles aufgebaut ist, Struktur, das dauert bestimmt jetzt ein bisschen. Bist du von Anfang an dabei? Oh. Ey, aber hier können wir uns wenigstens unterhalten, hier ist keiner. Genau. Ja, ich frage mich eigentlich nur, was es hier so krass Besonderes zu entdecken gibt, weißt du? Ja, es ist, glaube ich, ersten Tage ist alles auch ein bisschen viel hier, aber man kann hier ziemlich viel machen. Du kannst hier Autos zusammenstellen, zusammenbauen. Autos zusammenbauen, können wir das machen? Hast du Bock, mir das zu zeigen? Die Sachen geben kann ich dir gerade noch nicht, aber du kannst dir, wenn du deine Map öffnest, ja, dann siehst du bei dem S, kannst du dir deine Autos zusammenstellen. Also da gibt es einmal so eine Tuning-Werkstatt und rechts hier mit dem S ist so ein gelbes Auto, siehst du das? Ja, okay, hab ich. Das gelbe Auto, da könnt ihr Autos herstellen. Brauchst du Cash für, ich glaube Eisen für. Also ich brauche Dollars, ich brauche Eisen. Wo krieg ich Eisen her? Genau. Von dem Eisensammler, aber die Eisen, so kann ich dir nicht geben gerade eben. Ja, okay. Ja, schade, ich dachte, ich mache jetzt hier irgendwie Polizeidienst oder bewerbe mich dies, das. Na, aber ich kann mal gucken, vielleicht kannst du ja mal reinschnuppern da. Ja, aktuell gibt's ja noch gar keine PD, da dann wäre ich ja der Erste. Ja, ich glaube in ein, zwei Tagen kann man sich jetzt schon beim PD bewerben. Okay, also okay. Kannst du jetzt schon. Ja, das würde ich in Angriff nehmen, auf jeden Fall. Vielleicht kannst du da jetzt so das ein oder andere gute Virgin einlegen. Ja, ne? Kann ich mal probieren, aber bis jetzt ist ja so kein Dach schief da, also ich kann immer morgen nachfragen. Gibt's ja sogar schon Leute, die haben, guck mal, die haben ja schon Autos. Guck dir die mal an. Ach du Scheiße. Und hier kannst du die Autos zusammenstellen dann. Ich guck mir das mal an, ja. Also, ich würde einen Neon bauen wollen. Dafür brauche ich $55.000. Okay, das ist ein guter Preis. 2000 Asche, Kupferholz, Eisen und verstrahltes Eisen. Okay. Welcome to a farming server. Ich brauche Eisen. Ich muss zum Okay, wir machen das jetzt wirklich. Diese Aufnahme wird etwas länger gehen. Sorry an meinen Cutter, tut mir echt leid. Aber wir machen, wir gucken uns das alles an. Digga, du kleiner, wir gucken uns das wirklich an. Und wir gehen gucken nach diesen Sammlerdingern, okay? Gefängnis, okay, da wird auch noch keiner arbeiten, weil keine Pediler, keine Gefängnisse, logischerweise. Garage, Friseur, Fische sammeln, Fahrschuhe, Eisen sammeln. So, wir brauchen Eisen. 3000 Eisen war das, glaube ich, oder 2000... 3000 Eisen. Ich fahre mal hin und gucke, wie das funktioniert und wie lange ich in etwa bräuchte, um 3000 Eisen für mein Auto gesammelt zu haben. Boah, besser als Neo aus der Matrix. Was ein brillantes Ausweichmanöver. Guck dir die zwei da hinten an. Guck dir die Deppen an. Zwei von der Tankstelle, Junge. Ich verarsche die jetzt, pass auf. Ich mache jetzt den hier und dann mache ich den hier. Einer weniger. Mein IQ ist viel größer als eurer. Komm einfach weg hier. Wei. Ich sammle doch jetzt keine 3000 Eisen, hä? Ich stelle mich doch nicht 10 Stunden dahin und drück E, um Eisen zu sammeln. Ich will nur gucken, wie schnell das geht. Und ob es wirklich nur hinstellen und E drücken ist, weil das wäre schon wieder nicht so gut, Mann. Nicht so gut. Ich meine, Farming à la GLRP. Kennt man ja. Oh nein. Oh nein, Digga. Oh nö. Oh nö, wenn ich das schon sehe. Digga, wenn ich das schon sehe, da kommt mir das große Kotzen hoch. Nein. Oh nein. Ey, ihr hättet alles machen können, ne? Ihr hättet dieses ganze Gelände hättet ihr nutzen können, um da wirklich irgendwas zu machen, wo man rumlaufen muss. Eventuell mit einer Spitzhacke. Dann muss man da hinlaufen und das sammeln, das da wegbringen, das da hinfahren. Vielleicht mit einem Stapler eine Kiste nach da bringen. Und was macht ihr? Stelle dich hin und drücke E. Oh nein. Moin, Jungs. Moin. Moin, Cisco. Und macht Spaß, Eisen zu sammeln? Ja, sehr. Seit wie vielen Stunden macht... Oh, plus eins Eisen. Seit wann macht ihr das hier? Kommt drauf an. Ist innovativ, oder? Ja, sehr. Eine Bereicherung für mich. Wie lange plant ihr hier zu stehen? Ich habe keine Ahnung. So 5 Sekunden? Ja, 5 Sekunden ein Eisen. Wie lange brauche ich für 3000? Kann niemand rechnen? Ich habe eine 6. Ich habe eine 6 in Mathe. Ich habe keinen Abschluss. 5 Sekunden? Warte mal, ich google mir das schnell zusammen, ja? Das sind so 15.000 Sekunden. Also müsste es eigentlich sein. 15.000 Sekunden? 15.000 Sekunden? Ich glaube ihm jetzt einfach mal. Das wären 4 Stunden. 4 Stunden? Mir wird gerade erst klar, dass ich einfach hätte rechnen können. 3 mal 5000. Ja, definitiv habe ich den Abschluss nicht bekommen deswegen. Also, ja, 4 Stunden. Du musst 4 Stunden hier stehen, um 3000 Eisen zu sammeln. Und dann hast du aber nur das Eisen. Du brauchst noch $55.000. Du brauchst noch 3000 Holz. Du brauchst noch 3000 Kupfer. Ah, das geht schon. Das sind schon mal 12 Stunden, die du hier reinbutterst, ne? Aber nur stehen, ne? Nur stehen und, ne? Nix machen.
Nehmt's mir nicht übel, ich kann das nicht. Ich mach das nicht. Nee, viel Spaß, ne? Schaut euch diese armen Gestalten an, wie sie da stehen und sich bücken. Für 12 Stunden lang. Oh, um Gottes Willen. Nee, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Stunny Performance, da fahren wir hin. Hallo. Oh, Junge. Ja, ich fahr jetzt zu Stunny Performance. Halt die Gosch. Yo. Sammel weiter Eisen. Tschüss. Dieses Video wird sowas von weggestrikt. Ich sehe es schon vor mir, ey. Negative Berichterstattung. Strike. Aber Stunny Performance muss geil sein. Ich liebe Autos, ich liebe Performance, ich mag Rennsport. Ach so, übrigens, ich habe einen Instagram-Account. Könnt ihr mir gerne folgen? Habe ich zum Glück noch nie erwähnt, aber ich hätte gerne 20.000 Follower auf Instagram. Deswegen bitte folgen Sie mir auf Instagram. Link in der Beschreibung und als gepinnter Kommentar in der Kommentarbox verfügbar. Vielen Dank. Schaut sie euch an. Die schläft da einfach. Immer wenn ich hier aufnehme, liegt sie da und sie schläft. Ein Liebling. Alles klärchen, weiter geht's. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus, das Ding dampft. Ich glaube, das hat sich gleich erledigt mit meinem Motorrad. Komm wenigstens noch zu Stunny Performance, weil da werden genug Kinder vorbeifahren und mich eventuell mitholen können. Aber bitte nicht einfach hier liegen bleiben, mitten im Nirgendwo. Das ist nicht gut. Oh mein Gott, Stunny Performance. Kann ich mir einfach das Motorrad da klauen? Oh ja, kann ich sogar wirklich. Geil. Oh mein Gott, selbst hier sind sie Schlange. Herzlich willkommen bei Stunny Performance. Digga, selbst hier stehen sie Schlange. Hab ich diese Garage nicht schon in einem anderen 5M-Video gesehen? Ist das nicht einfach ein fertiges MLO-Skript? Das ist... Ja, das haben wir schon mal gesehen. Das ist nicht innovativ. Was kann man hier machen? Was ist das? Mystische Items, mystische Autos, epische Items, epische Autos, Autopunkte, Itempunkte. Ja, denke ich auch. Habe ich auch gesagt. Lieber schnell wieder wegfahren. Oh, ich kann Eisen verkaufen. Wait. Da ist irgendwas mit Eisen verkaufen. Wie viel möchtest du verkaufen? Ich habe 31. Habe ich 31? Doch, ich habe 31. Echt? Schon so viel? $961 Dollar habe ich bekommen. Genau, für 31 Eisen. Okay, das ist okay. Wait. Man sammelt nicht immer nur ein Eisen pro Aufheben-Bück-Aktion, sondern man sammelt direkt mehr. Drei oder vier, glaube ich. Okay, dann macht das schon wieder Sinn. Dann steht man doch nicht 4 Stunden da, sondern eher so 2. Nun gut, okay. Passt. Dann nehme ich alles zurück. Geld verdienen ist okay. Kann man so machen. Also von der Zeit her, aber nicht mit dem Bücken. Das ist immer noch, das ist scheiße, das ist Kacka. Aber krass, dass die bei Stunny und bei Acrimex die Häuser zumachen und hier bei Tuan steht einfach keiner. Tja, Amir, bist gar nicht mal so beliebt, ne? Hey du bist gerade in meinem Tempel von Tuan. Ja, ganz genau, ich bin der Klasseste und Heftigste hier. Viel Spaß. Ja, genau. Ja, das war's dann auch schon wieder, ne? Das ist dann auch schon wieder alles. Ah, hier kann ich Dingens verkaufen. Hier kann man wenigstens Asche verkaufen. Okay. So langsam merke ich mir die Spots, wo du was sammelst und wo du was verkaufst. Auch wenn es immer noch nicht wirklich geil ist. Was soll ich sagen dazu? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich würde sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat die Servervorstellung von GLRP gefallen. Oder District. Mittlerweile heißt der ganze Bums ja District 1 und 2. Ob wir nochmal hier hinkommen oder nicht, ich weiß es nicht, Mann. Weil heute ist echt nicht viel passiert. Gut, zugegeben, der Server, der ist jetzt 3 Stunden alt. Vielleicht ist morgen hier mehr Action. Vielleicht gibt es morgen auch endlich mal ein PD. Kurz zusammengefasst. Du joinst. Du ziehst dich um. Du kannst nicht zum MD. Du kannst nicht zum PD. Es gibt keine Polizisten. Es gibt keine MDler. Du kannst machen, was du willst, basically. Und dein einziger Sinn besteht aktuell daraus, dich hier hinzustellen, hierhin und 2 Stunden lang Eisen zu sammeln. Dann stellst du dich irgendwie hierhin und sammelst 2 Stunden lang Sand. Dann stellst du dich hierhin, sammelst 2 Stunden lang Kupfer und du drückst halt nur E, ne? Du machst ja nichts. Und dann sammelst du Asche, dann sammelst du, keine Ahnung, irgendwie Zeug zusammen und dann kannst du dir dein Auto zusammenbauen. Oder eher gesagt kaufen. I don't know. Und das war's. Server durchgespielt. Bis zum nächsten Video morgen. Ich kann's kaum erwarten, auf District GLRP wieder zu joinen und Polizeichef zu werden. Yes, boy.